Wunderschönen guten Tag, ihr Muggel da draußen. Herzlich willkommen. Gut, Anspielung, ne? Richtig eins. Gut. Sick reference. Herzlich willkommen zu unserem großen Wir sind Movies Filmquiz Episode 17. Stimmt das? Ja, das stimmt. So sagt es das Drehbuch. Diesmal befinden wir uns im Harry Potter Universum. Aber nur im Harry Potter Cinematic Universe. Denn alles, was in den Büchern vorkommt, aber nicht in den Filmen, ist nicht Wir sind Movies Filmquiz Kanon. Das Quiz wurde vorbereitet von Benny. Jo. Und von seiner Assistentin, Rita Kimkorn. Ja. Das Quiz ist übrigens gewidmet Cedric Lanzarote. Ist Cedric Lanzarote nicht beim Feuercatch gestorben und wurde von Robert Pattinson gespielt? Richtig. Okay. Ja, großer Spoiler-Alarm übrigens für alle Harry Potter-Filme. Ja. Heute treten gegeneinander an Marius und ich. Markus, wann hast du das letzte Mal die Harry Potter-Filme geguckt? Ich glaube mit dir, als wir die Harry Podcasts gemacht haben. Genau, das ist 1,5 Jahre her. Ja. Okay, los geht's. Erste Frage. Von wem wird Harry Potter vor die Tür der Dursleys gelegt? Hagrid. Falsche Antwort. Falsche Antwort. Möchtest du das wieder hinstellen? Nee. Ja. Dumbledore. Ja. Richtig, von Dumbledore. Genau. Scheiße. Ich hätte auch Hagrid gesagt, hab dann aber so gemacht, Alter, das ist falsch. Eine Toilettenhäuschen. Frage. Welches Buch findet Harry in der Mädchentoilette? Das Tagebuch des Tom Riddle. Genau, richtige Antwort. Ich wollte irgendwas mit Maul in Möde sagen. Ich hab doch extra drin hier. Aufgepasst, dritte Frage. Ich finde die Fragen bis jetzt ganz gut eigentlich. Mit wie vielen Bällen wird der bekannteste Zauber... 4. Nein. Ich hätte es auch gewusst. Da haben wir gestern noch drüber gesprochen. Ja, ich weiß. Ein Quaffel, zwei Klatscher, ein Schnapp. Erste Runde, zweite Rubrik. Zauberspruch und Sprüche raten. Oh nein. Steht im Grunde einfach nur für Zitate raten. Also nee, Moment. Ich hätte gerne, ach so, okay. Ich hätte gerne, dass ihr mir den Charakter verratet. Und bitte auch, wer das sagt. Und auch, in welchem Film das Ganze vorkommt. Also... Moment. Ja, sag, bitte. Also wie heißt die Rubrik? Die Rubrik ist ganz normales Filmzitate raten, hat nur den schönen. Ach so, okay, ich habe nämlich jetzt gedacht, du sagst einen Zauberspruch. Nee, und wir müssen dann. Okay. Weil ist okay. Das wäre ja quasi zu. Also, erstes Zitat. Das ist halt schwer, sowas kann ich nicht. Angst vor einem Namen macht nur noch größere Angst vor der Sache selbst. Könnte rein theoretisch halt aus jedem Film sein, ne? Ah, ich muss den Film auch. Und von wem, ne? Mhm. Nee, das weiß ich nicht. Albus Dumbledore, Harry Potter und der Stein der Weisen. Falsche Antwort. Ich war jetzt eher bei Sirius Black, muss ich sagen. Wisst ihr, was unfair ist? Marius hat gestern den Obliviate-Zauberspruch bei mir angeguckt. Ich weiß gar nichts mehr. Der war auch vorbereitet. Ja, war. Den hast du noch in der Hand stehen. Alter, wie lange hat denn der noch Zeit? Ey, wenn du Sprüche reißt, darf ich wohl überlegen. Ey. Ja, es ist ja auch Sprüche geraten. 5. Sprüche reißen. 4. 5 Punkte. 3. Ja. 2. Ja. Also, größere... Ich sag, das sagt... Anakin Skywalker in Attack of the Clones. Eigentlich auch nicht. Scheiße. Ich sag auch Dumbledore in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Leider auch falsch. Oh Gott, der Film ist richtig, die Kammer des Schreckens ist es, aber es ist Hermine Granger, die sagt, das ist Lucius Malfoy in der Winkelgasse. Zweites Zitat. Da war ich ja richtig nah dran. Ein Jammer, dass man die alten Strafen abgeschafft hat. Es gab eine Zeit, da wurde man zum Nachsitzen an beiden Daumen in den Kerker gehängt. Gott, wie ich die Schreie vermisse. Alter, ist das schwer. Gestern sagte noch, es wird ein ganz einfaches. Wer könnte das sagen? Erzähl doch mal die Kasse, ich muss denken. Ich kann es auch gerne wiederholen. Ja. La, 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 la. Ein Jammer, dass man die alten Strafen abgeschafft hat. Es gab eine Zeit, da wurde man zum Nachsitzen an beiden Daumen in den Kerker gehängt. Gott, wie ich die Schreie vermisse. Wie ich die Schreie vermisse. Oh, ich habe eine Idee. Argus Filch. In Harry Potter und der Orden des Phönix. Falsche Antwort.
Argus Filch in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Falsche Antwort. Was? Aber der ist es, oder? Es ist Argus Filch. Ja, das habe ich nämlich gerade auch gedacht. Harry Potter und der Stein der Weisen. Oh. Direkt als sie nachsitzen müssen, also mit Hagrid in den verbotenen Wald gehen. Ich habe jetzt gedacht, als seine Katze zugefroren wurde. Alles los. Wie bist du jetzt auf Orden des Phönix gekommen? Keine Ahnung. Eigentlich habe ich gedacht, dass die anderen beiden leicht sind. Deshalb war das jetzt, kommt jetzt das Schwierigste. Jetzt Zitat. Kommt Expecto Patronum. Pietotum Locomotor. Was? Dann wird noch was gesagt. Gesundheit. Dann wird gesagt, diesen Spruch wollte ich schon immer sagen. Oh. Da, ich war. Naja, nee, das ist falsch. Nein! Doch. Professor McGonagall in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Bingo! Ja! Richtige Antwort. Alter, den Spruch hätte ich aber nie gewusst, ne? Ich wusste es, wie du so. Nein! Da hat es bei mir Klick gemacht. Mir so. Auch. Oh nein, ich hasse euch. So, nee. Zweite Runde, wieder allgemeine Harry Potter-Fragen. 10 Punkte für eine richtige Antwort. Welches ist überall. Wesen verhilft Sirius Black zur Flucht aus Hogwarts? Was? Der Hippogreif. Genau, richtige Antwort. Das ist Alter. Zweite Frage. Welchen Ausflug machen Harry und seine Freunde zur heulenden Hütte? Nein, falsche Antwort. Die machen viele Ausflüge, ne? Aber keiner davon ist offiziell. Ja, nach Lorette de Mar. Malle. Azkaban. Ins Zaubereiministerium. Leider auch die falsche Antwort. Die Frage wäre gewesen, welchen Ausflug machen Harry und seine Freunde vor ihrem 4. Jahr in Hogwarts? Hättet ihr die Antwort gewusst? Ah, zur Quidditch-Weltmeisterschaft. Mhm, ganz genau. Dritte Frage. Welche Form hat der Patronus von Hermine Granger? Oh, Alter. Doch, ich glaube, ich weiß es. Ein Kaninchen. Falsche Antwort. Scheiße, aber das wollte ich auch sagen, ja, oder? Ja. Ah, Luna hat, glaube ich, ein Kaninchen. Oh, stimmt. Ja, ich glaube, Luna ist es. Scheiße. Alter, ich wollte es heute Mittag wirklich noch nachgucken. Boah. Ich wusste, dass so eine Frage kommt, wie sieht der Patronus von XY aus? Eine Katze wäre halt mega offensichtlich, ne? Das ist halt eher so zu viel haustiermäßig. Ich kenne sonst auch keine Tiere. Ein Otter. Kaninchen oder Hirschkuh. Ein Panda. Der Bär aus The Revenant. 4, 3, ja. Mir fällt jetzt echt gerade kein Tier ein, ne? Was gibt's noch so im Wald? Was gibt's noch so ein, im Wald? Keine Ahnung, ein Pferd. Falsche Antwort. Ein Pony. Es wäre ein Emu gewesen. Ein was? Ein Emu? Auch nicht. Es wäre, du hast es schon gesagt, Marius, es ist ein Otter. Aber wirklich jetzt? Ja. Was? Es ist ein Otter, es ist das Lieblingstier. Das war doch ein Witz jetzt gerade eigentlich. Das Lieblingstier von Joanne K. Rowling. Ein Otter! Ja. Es ist ein Otter, der da. I'm going to Otter Space. Ein Otter! Wollt ihr mich rollen, ey? Ich hab gedacht, ich kenne mich ein bisschen wollt aus. Wollt ihr mich ottern? Harry Otter. Steht im Moment 20-10. Zweite Rubrik, zweite Runde. Diesmal geht's darum, jetzt wird's ein bisschen schwieriger, ich muss es euch erklären. Es geht darum, ihr müsst den Filmtitel raten. Ich werde euch nach und nach Fakten nennen, beziehungsweise mehr oder weniger Plotpoints von Filmen. Von irgendwelchen Filmen. Von irgendwelchen Filmen. Und ihr müsst dann natürlich erraten, welcher Film es ist. Einen Rat gebe ich euch. Harry Potter und das Königreich des Kristallschädels. Hört euch alle an, am besten, bevor ihr voreilig entscheidet. Markus, entscheide ruhig voreilig. Info 1. Harry spielt. Ja gut, aber Marius, dann hörst du ja natürlich auch Ron. So. Machen wir das unter Ehrenmännern ab, wir warten, bis er alles nichts gesagt hat. Nee, lass doch einfach jetzt mal abwarten. Ist doch egal jetzt. Der erste, kommt doch dann auf selber hinaus. Hinweise. Ein Animagus tritt in Erscheinung. Der tropfende Kessel wird besucht. Die Bibliothek wird betreten. Ein Reptil bewegt sich frei. Ein Drache wird geboren. Gryffindor wird Hogwarts Häuser-Champion. Harry Potter und der Stein der Weisen. Richtige Antwort. Ja. Den Hauspokal, der wurde nur noch im zweiten Film nochmal gezeigt. Das, und hätte, da wurde ich, halt das kein Drache hätte ich auch geboren. Gewusst, aber ich wusste nicht mehr, wann Drache geboren wird. Interessant auch, ein Animagus tritt in Erscheinung direkt in der ersten Eröffnungsszene. McGonagall. Ja. Als Katze, genau. Stimmt. Die zweiten Hinweise für den zweiten Filmtitel. Vielsafttrank wird getrunken. Es gibt einen neuen Lehrer. Die maulende Myrte tritt auf. Jemand... Viel Safttrank gibt es nur. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Falsche Antwort. Ja. Ein neuer Lehrer. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Halbblutprinz ist oder Heiligtümer
des Todes Teil 1. Harry Potter und der Halbblutprinz? Falsche Antwort. Ja. Ist es Heiligtümer des Todes Teil 1? Nein, was? Die weiteren Titel wären gewesen: Jemand stirbt, es gibt Drachen und der See wird besiegt. Ach, scheiße, klar. Wo ist denn da Vielsafttrank? Ja, Vielsafttrank für der Barty Crouch Jr., der sich als Alistair Moody verkleidet. Boah, leck, das war echt. Also, das war. Genau. Weißt du, das Gute ist, ihr merkt, ich weiß schon wenigstens ein bisschen was. Nicht im richtigen Moment, denn ich liebe diese Momente. Ich winke ihnen gerne zu, wenn sie mir vorüberziehen. Oh, gutes Harry Potter-Zitat. Ja, richtig. Harry Potter, Entschuldigung. Aus Harry Potter. Aus Harry Potter, Dead Man's Chest. Die dritten Hinweise zum dritten Filmtitel. Dementoren verbreiten Angst. Ausflüge nach Hogsmeade. Harry und seine Freunde bekommen eine neue Lehrerin. Der verbotene Wald wird betreten. Sirius und die Familie. Harry muss nachsitzen. Harry Potter in der Orden des Phönix. Richtige Antwort. Richtige der verbotene Antwort. Wald wird betreten, wirklich? Ja klar, da ist Crob. Wer ist ein Crob? Crob ist der Bruder von Hagrid. Ach, okay. Heißt der nicht irgendwie Robin oder irgend sowas? Hm? Nee, das ist der von Batman. So, damit steht's zurzeit. 20 zu 30? Sowas? Genau. 20 zu 30, immer noch für dich. Ich kann die Punkte, wenn ich hier sitze, irgendwie besser mitrechnen, als wenn ich das Quiz selbst mache. Keine Ahnung. So, kommen wir zur dritten Runde. Wieder allgemeine Harry Potter-Fragen. Das ist spannend, Markus. 15 Punkte pro Antwort. Erste Frage. Welche Tiere gehören zu den vier Gründern von Hogwarts? Ich weiß es gar nicht. Schlange für Slytherin, also Salazar Slytherin, Dachs für Helga Hufflepuff, Otter. Löwe für Godric Gryffindor und das ist super einfach. Ist es ein Rabe? Hätte ich jetzt ja gesagt, schon, oder? Es ist ja Ravenclaw und Rabe für Ravenclaw, für Rowena Ravenclaw. Ist das eine Antwort? Ja, es ist eine Antwort. Ja. Ja. Falsche Antwort. Ist kein Rabe. Obwohl. Nee, ist egal. Ich wollte nochmal dasselbe sagen wie du. Es wäre ein Adler gewesen. Ich wollte es gerade sagen, es ist ein Adler, klar. Es ist zwar typisch im Namen Ravenclaw, aber es handelt sich um einen Adler. Okay. Story of my life. So close. Zweite Frage. Da geht es mir auch immer mit den Frauen. Wie heißt der Trank, mit dem man auf begrenzte Zeit zu Glück kommt? Felix Felicis. Richtige Antwort. So eine gequirlte Scheiße, ey. Da ist schon deine Hand da. Da denkst du noch kurz. Felix Felicis, fick dich, Marius. Eine Frage für euch beide als große Fans. 45 zu 20. Die dritte Frage. Das ist mein Untergang. Nenne mindestens zwei Veränderungen bzw. Erweiterungen, die Alfonso Cuarón zu Hogwarts. Ja, wie gesagt, hab die Bücher halt mit, ne? Nee, filmig meine ich das. Ach so. Alfonso Cuarón. Der coole Spiegelshot. Markus? 5, 4, 3, sag wenigstens eine Antwort. 2, 1. Keine Ahnung. Lies die Frage nochmal bis Alfonso Cuarón. Nenne mindestens zwei Veränderungen bzw. Erweiterungen, die Alfonso Cuarón zu. Also zwei. Das heißt, Hagrids Hütte ist woanders und Hogwarts ist jetzt auf so einem riesen Berg. Also Hagrids Hütte ist auf jeden Fall richtig. Hogwarts war auch schon in den ersten beiden Teilen auf einem Berg. Ja, stimmt. Deshalb würde ich sagen, lassen wir das leider nicht gelten. Scheiße. Es wäre so viel gewesen. Hagrids Hütte ist weiter weg. Ja. Der neue Brunnenplatz, die neue Holzbrücke, das neue Tor, der Turm von Professor Trelawney, die peitschende Weide hat einen neuen Platz, der See bekommt eine Insel und der verbotene Wald ist weiter weg. Es gibt keine Gewächshäuser mehr. Wäre es gehässig, wenn ich gesagt hätte, er hat einen anderen Dumbledore-Schauspieler genommen? Es wird ein einfaches Harry Potter-Quiz, hätte ich gesagt. Ja, ich habe eigentlich gedacht, hier... Naja, kommen wir zur Rubrik 3.2, magische Reihenfolge. Okay, das heißt, jetzt brauchen wir wahrscheinlich Blätter. Wie viel steht's denn? 25. Oh Gott, Alter, komm, jetzt. Es sind jetzt noch 5 und, weiß ich nicht, viele Punkte zu vergeben. Ich werde euch jetzt einfach was nennen, zum Beispiel sowas wie bringt die Harry Potter Filme, die Filmtitel in die richtige Reihenfolge. Das ist natürlich richtig geil. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, finde ich. Ne? Ihr kommt, am besten schreibt ihr es euch auf oder wenn ihr es direkt aus dem Kopf, aus dem Stegreif hinbekommt, dann umso besser. Aber es geht hier natürlich auch darum, wer am schnellsten wieder buzzert. Okay? Ach so, okay. Kommen wir einfach zur ersten Frage beziehungsweise zur ersten Aufforderung. Ihr macht mir Harry Potter gerade so madig, ich gucke das nie wieder. Bringt alle Weasley-Kinder, angefangen mit dem Ältesten,
in die richtige Reihenfolge. Die Reihenfolge der Zwillinge ist egal. Markus. Der darf nicht mehr schreiben. Warum darf ich nicht mehr? Schreiben darfst du nicht mehr. Ja. Was ist denn die richtige Reihenfolge? Angefangen beim Ältesten? Habe doch gesagt. Ja, beim Ältesten. Habe ich gesagt. Ich weiß. Bill, Percy, Fred und George, Ron, Ginny. Falsche Antwort. Scheiße. Charlie, Bill, Fred, George, Ron, Ginny. Falsche Antwort. Bah! Bill ist der Älteste. Nein! Du hast Charlie vergessen. Und du Scheiße, heißt nicht jemand Percy? Ja, Percy heißt er auch. Ach, den habe ich vergessen. Die richtige Reihenfolge ist Bill, also William, Charles, Percival, Fred, George, Ronald und Ginevra. Scheiße. Ginevra, Entschuldigung. Ja. Nennt die Nachnamen der Lehrer, die Harry und seine Freunde während ihrer Schulzeit im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste hatten, in der Reihenfolge vom letzten Schuljahr bis zum ersten. Alter, das ist richtig fies. Aber ich glaube, ich schreibe erstmal. Jetzt habe ich Markus verwirrt, jetzt greife ich zu. Vom letzten Schuljahr bis zum ersten. Snape. Dann, oh, fuck. Nein! Nein! Oh fünf, nein, oh nein. Vier. Oh nein, wie drei, heißt denn der Typ? Zwei. Ach, komm, ich weiß. Scheiße! Oh nee! Ich hätte danach alle gewusst, Mann. Muss ich? Ich hätte danach alle gewusst. Ich bin mir nämlich auch nicht mehr sicher. Alter, weißt du, was der nach Snape kommt? Weißt du, was das Schlimme ist, dass es rückwärts ist? Vorher hätte ich, glaube ich, echt hingekommen, ne? Tja, ich probiere es jetzt auch. Also Snape auf jeden Fall. Ja. Kacke. ja, ich. Snape, Moody, Lupin, Dings, Gilderoy Lockhart, Quirrell. Ja, die Reihenfolge war zwar richtig, aber gefehlt hat Dolores Umbridge. Scheiße, Umbridge in Teil 5. Nee, weißt du, was ich gedacht habe? Es wäre der sich aus dem Sofa verwandelt. Wie heißt denn der nochmal? Slughorn. Ja, genau, der habe ich gedacht. Zaubertränke. Genau, der macht ja Felix Felicis. Alter, aber das sind alles so Sachen, wo ich eben noch gedacht, das wird bestimmt gefragt. Das krieg ich aber hin. Aber dieses Rückwärts, das hat mich echt kaputt gemacht. Vorwärts hätte ich es vielleicht noch hingekriegt, ne? Dann habt ihr jetzt wieder was von vorne. Nennt, in welcher Reihenfolge die Horcruxe zerstört wurden und welche es sind. Die Reihenfolge kriege ich nie im Leben hin. Gibt es wenigstens 7,5 Punkte für... Nee. Sag nochmal. Ich mach's. Okay. Das Tagebuch des Tom Ballast Riddle. Schon mal richtig. Dann. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Sag nicht, was richtig ist, weil wenn er was falsch hat, dann... Ja, stimmt schon, klar. Dann. Alter, da wird's schon richtig abgefuckt, ne? Ist immerhin die Frage... Der Stein der Auferstehung. Das Amulett des Salazar Slytherin. Ja. Das war schon komplett falsch. Ja, ich bin mit. Der Stein der Auferstehung ist nicht mein Horcrux, Alter. Doch? Nee. Klar! Das habe ich doch eben gegoogelt. Nein! Hast du das falsch gegoogelt? Alter! Das sind die Heiligtümer des Todes, stell hin. Heiligtümer des Todes. Stell hin. Ja. Nee, egal, ich mach trotzdem jetzt noch weiter. Alter, ich will aber antworten. Ist das für ein Pick? Aber es ist doch einer der Heiligtümer des Todes ist ein Horcrux. Nee, auch nicht. Aber das, Alter, dann war ich auch eben voll so ein Fick. So, ich versuch's jetzt. Also, das Tagebuch war schon mal richtig. Muss ich jetzt die exakten Bezeichnungen haben, weil es gibt ja später irgendwie das Diadem von XY oder reicht, wenn ich einfach sage, das Diadem? Nein. Das reicht. Nein. Tatsächlich, das reicht. Okay. Nein. Hättest du selber können fragen, sei ruhig. Also, erst das Tagebuch, dann, glaube ich, den Ring. Aber ist ganz kurz, weil ich habe irgendeinen Scheiß eben gelesen, weil das hatte ich nämlich gemeint mit dem Ring. Weil irgendwo hatte ich gelesen, in dem Ring wäre der Stone of Resurrection drin. Aber der Ring ist der Horcrux. Der Ring aber selber ist der Horcrux. Aber es stimmt, glaube ich, dass tatsächlich der Stein da dran ist, aber der Ring Scheiße, ist der Horcrux. Scheiße, sorry, gut. Also, aber Alter, aber da war ich auf dem richtigen Weg. Du warst schon auf dem richtigen Weg. Wie immer in meinem Leben. Also, Tagebuch, Scheiße, Ring. Dann wird es ein bisschen knifflig, weil ich glaube, dann ist schon... Warte, der Ring ist... Was passiert denn im 6.? Da passiert nichts Wirkliches, ne? Dann ist es, glaube ich, der Kelch. Dann ist es, glaube ich,
Ich kann dich hier schon unterbrechen. Scheiße. Darf ich sagen? Dann Amulett, dann Kelch. Genau. Dann Amulett, Kelch, Diadem. Ja. Diadem, dann Harry. Harry richtig. Und dann die Schlange. Und dann Nagini. Ja. Genau. Und zusammen hätten wir es hinbekriegt. Voldemort, den hätte ich zwar, so der zählt jetzt nicht, aber den hätte man auch nennen können. What ihr habt ja immer ihren Tipp bekommen. Es steht 45 zu 20. Das heißt, jetzt gewinnt unentschieden. Ja. Dann haben wir eine Pattsituation. Ich habe aber dafür auch noch eine Frage vorbereitet. Logischerweise. Jetzt haben wir alles drauf ausgelegt, dass wir unentschieden. Aber es ist ein spannendes Quiz. Es ist ein spannendes Quiz. Und wir outen uns ja nicht als Volldeppen, oder? Nee, absolut nicht. Als Halbdeppen. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich das. Jetzt müssen wir nicht malen. Ich male jetzt Harry Potter. Voldemort. Wir kommen zur Finalfrage. Und zwar, ich nenne Aussagen. Und die Antwort auf diese Aussagen sind Buchstaben. Zum Beispiel sowas wie der zweite Buchstabe in McGonagall. Zum Beispiel ein C. Aus diesen Buchstaben. Hätte ich nicht gewusst. Aus diesen Buchstaben muss dann das Lösungswort zusammengesetzt werden. Aber es ist natürlich nicht die richtige Reihenfolge. Natürlich ist es die richtige Reihenfolge, damit ihr das Wort... Natürlich ist es nicht die richtige Reihenfolge. Bring es in die Reihenfolge Teil 2. Kommen wir zur ersten Aussage. Der erste Buchstabe des Vornamens von Dumbledores Bruder. Der erste Buchstabe? Mhm. Gut, dass ich das noch gesagt habe, Markus. Mhm. Den ersten Buchstaben hätte ich ja so gewusst. Der erste Buchstabe des zweiten Wortes, des Zauberspruchs, mit dem man Dinge fliegen lassen kann. Der letzte Buchstabe der Fabeltierart, welche Harry vor dem Tod bewahrt und ein Zeichen für Dumbledore ist. Der zweite Buchstabe im Namen von Harrys Eule. Der letzte Buchstabe des Schulnamens. Der erste Buchstabe... Der letzte Buchstabe des Schulnamens? Der erste Buchstabe des Vornamens eines meckernden Geistes in Hogwarts. Was? Eines was? Eines meckernden Geistes. Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Der erste Buchstabe? Der erste Buchstabe des Vornamens eines meckernden Geistes. Das ist natürlich jetzt echt in Hogwarts. Der erste Buchstabe vom richtigen Nachnamen von Rons Ratte. Was, der erste Buchstabe des Vornamens? Vom richtigen Nachnamen von Rons Ratte. Wobei in diesem Fall der Vorname... Nein! Kacke. Jetzt muss ich. Ich jetzt? Ja. Pasel. Nein, falsche Antwort. Pasel. Scheiße. Und jetzt habe ich ja eh verloren. P.S. Axel. Ich hab gewonnen! Ja. Mir fehlt nur eins. Wie heißt Maul de Myrte verdammt nochmal mit Vornamen? Myrte? Ja, es ist einfach nur M. Alter, ja. Wie dumm ist denn das? Ja, okay. Ich wusste nämlich nicht, ob du auf Myrte hinaus willst oder ob es vielleicht... Also ich kannte nur noch den fast kopflosen Nick. Oh mein Gott. Ob der auch noch... Was ist ein X? Phönix. Was ist... Phönix war der letzte Buchstabe von der Fabeltierart, welche Harry vor dem Tod bewahrt im zweiten Teil und ein Zeichen für Dumbledore ist. Ich habe nicht an Phönix gedacht, sondern ich habe an den Zentaur gedacht, an Firenze aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Denn er rettet im Prinzip Harry Potter das Leben und er ist ein Zeichen für Dumbledore, dass irgendwas nicht stimmt im Wald. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Dumbledore es sagt. Ich dagegen, deswegen, das war für mich das Zeichen für Dumbledore. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob Dumbledore sagt. Verstehst du? Ich habe dagegen zu setzen, dass Harry quasi zum Zeitpunkt, wo der Phönix ihn rettet, schon totgeweiht war. Leben war nicht aktiv danger bedroht. Danger is more immediate. Jo, aber nicht nur more, er ist aber tot, ganz ehrlich, das Zeichen für hätte auch die Benachrichtigung an sein können. Aber ja, okay. Also fangen wir mal von vorne an. Der erste Buchstabe des Vornamens von Dumbledores Bruder ist... Aberforth. Ja. Der erste Buchstabe des zweiten Wortes des Zauberspruchs, mit dem man... Wingardium Leviosa. Also ein... L. Ja. Der letzte Buchstabe, am besten sagt er einfach immer nur... Ja. Jetzt war das X. Genau. Der zweite Buchstabe im Namen von Harrys Eule. Hedwig, E. Der letzte Buchstabe... Ich hab's durcheinander aufgeschrieben, ich hab keine Ahnung. Der letzte Buchstabe des Schulnamens. S. Hogwarts. Mhm. Der erste Buchstabe des Vornamens eines meckernden Geistes. Myrte. Der erste Buchstabe vom richtigen Nachnamen von Rons Ratte. Peter Pettigrew. Oh Gott, okay. Ich weiß. Genau. Der dritte Buchstabe des Nachnamens von Harrys Erzfeind zu Schulzeiten. Malfoy. Ein L. L, ja.
Der vierte Buchstabe des Vornamens des besten Kräuterkunde. Neville Longbottom E. Genau. Der vorletzte Buchstabe, der dessen Namen nicht buchstabiert werden darf. R. Voldemort. Der erste Buchstabe des Nachnamens von Harrys. Umbridge. Genau. Und der letzte Buchstabe des Vornamens von Harrys Vater. E. James. Genau. Ich kann euch so viel verraten, das Wort fällt sehr oft in der Harry Potter-Reihe. Oh, Elisa. ja, scheiße. Es ist ein Zauberspruch. Es ist ein Zauberspruch. Suppe. Sippel. Was gibt's denn für Spruch? Ja, es ist sowas, was in Duellieren, sowas wie Stupor, wie heißt denn dieser andere Spruch? Ja. Ich kenne noch Sictum Sempra. Setz die Buchstaben zusammen. E. Was mit E fängt's an? Ja, es ist nicht Expecto Patronum. Es ist ja, aber ich weiß auch, welchen du meinst. Oh Gott, das weiß mittlerweile jeder Zuschauer wahrscheinlich schon, ne? Och, scheiße. Könnt ihr mir umschreiben, was der Zauber macht? Entwaffnet. Genau, es ist der Entwaffnet. Expelliarmus. Ach, ja. Expelliarmus ist die richtige Antwort. Nichtsdestotrotz haben wir einen Gewinner. Und zwar mit dem Endstand von 45 zu 20. Ich glaube, wir haben nach der zweiten Runde keinen Punkt mehr gemacht. Dankeschön. Ich bin trotzdem ein bisschen stolz auf uns. Ja, ich fand das auch ganz okay. Ja. Wahrscheinlich gibt es jetzt 100 Harry Potter-Fans draußen, die das alles besser wussten. Aber wir sind halt keine Harry Potter-Fans. Wir hassen das Franchise. Dankeschön, Benny. Dankeschön. Sehr gerne. Und ich möchte jetzt schon gern in die Kamera auch ankündigen, dass Benny zurückkommen wird. Dass Benny raus ist aus Wir sind Movies. The Return of the Benny. Denn ich weiß noch nicht, ob es beim nächsten Quiz wird, aber es wird wieder ein Triple Feature geben. Und wollen wir schon verraten, worum es geht? Oder? Da, 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 da. Oder ziehen wir uns jetzt einen Ring an und verschwinden einfach? Ich glaube, wir machen so, oder? Herr Unterberg, ihr zieht so viel Aufmerksamkeit auf euch. Tschüss. Bei Herr der Ringe auf, verliere kurz sich.